Einen wunderschönen. Eigentlich hätte jetzt FNAF kommen sollen, aber ich kann das Spiel nicht starten. Ich weiß nicht warum. Jetzt immer, wenn ich es aufmache, minimiert er das. Und ich mache es auf und minimieren, mache auf, minimieren. Ich werde jetzt fast ausgerastet. FNAF kommt das nächste Mal wieder. Aber ich habe mir gedacht, dann gucken wir uns doch ein neues Game an. Und zwar den Gamer Shop Simulator. Die Bewertungen sind, ich sag mal, kritisch. Ist unfassbar schlecht bewertet. Kostet auch nur 2 Euro, aber ein paar Leute haben gesagt, das Spiel hat echt Potenzial. Es ist leicht verbuggt. Gucken wir es uns mal an, vielleicht ist es ja schon besser geworden, vielleicht ist es das absolute Hammer-Game und wir müssen nur darauf warten, dass die Bugs weg sind. Wir werden es gemeinsam herausfinden. So, wie nennen wir das Geschäft? Natürlich Fatman's Game. Ja. So, wir sind daheim. In was weiß ich wo. Oh, Alter. Die Maus ist unfassbar langsam. Kann ich pennen? Geh verwenden. Wow! Du kannst danach schlafen, 12 Uhr. Die Türen passen überhaupt nicht, Alter. Was können wir jetzt hier alles machen? Hier können wir gar nichts machen. Also auf jeden Fall nett eingerichtet. Das muss man schon mal lassen. Also Küche hier, sehr. Ein sehr detailverliebter Mensch. Toilette. Ja klar, hat er schon die. Das ist ja kein. Das ist ja ein Pool, Alter. Wie groß ist denn die Badewanne? Man kann nicht springen. Oh, ich hasse Spiele, wo man nicht springen kann. So, ich muss jetzt. F1, Info. Zeit. Arbeitstag beginnt von 7 bis 21 Uhr. Nach 21 Uhr kommen die Kunden nicht mehr in den Laden. Wie spät ist es jetzt? Es ist 8? Ich bin ja schon voll spät dran. Lebensmittel, um Lebensmittel wiederherzustellen, müssen sie im Foodshop kaufen. Müdigkeit, um die Müdigkeit wiederzuerlangen, müssen sie schlafen. Nach 21 Uhr können sie schlafen. Okay. Alter! Das ist voll Open World hier mit Passanten und allem drum und dran. Ah, das sagt's nichts mehr. Hallo, grüß Gott. Hey, hey, hey! Geht die jetzt hin? Was macht der? Okay. So, wo ist mein Laden? Da ist der Foodshop. Ich muss ja angeblich auch was zum Essen kaufen. Auch sehr detailreich eingerichtet, der Laden. Sehr schönes Schaufenster. Hier liegt dann einfach mal so eine Pizza rum. Die werde ich auch gleich mal verknuspern, oder? Kann ich das? Oh. Achso, ich habe immer noch Hunger. Erstmal die auch noch. Zack. So, jetzt geht's mir gut. Wo? Ich hab doch einen Shop, oder? Wo ist denn der? Fatman's Game! Da, wer sagt's denn? Wunderbärchen. Oh mein Gott. Ich arbeite hier. Boah, ich muss da echt so draufbleiben. Geräusch ist ja. Oh, das hört sich so widerlich an. So, das ist mein Laden. Jetzt müssen wir den erstmal aufräumen, anscheinend. Das macht ja schon mal richtig Spaß. Geräusch. Mir stellt's alle Haare auf. Das ist ja furchtbar. Wenigstens macht das keinen Sound. Ey, das kann ich nicht aufheben. Liegt da jetzt einfach immer so eine Chipspackung am Boden oder was? Liegt natürlich noch ein Backstein rum, ganz klar. Oh nein, oh nein. Oh. Okay, nein, nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh mein Gott! Ey, jetzt überspringe ich das ja schon alles, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Verwenden. Ah! Ah ja! Was kann ich jetzt damit machen? Die Zeitungen natürlich vom Boden wegkehren, ganz klar.
das hat House Flipper schon besser gemacht. Ja, trotzig fest. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, hier ist mein Büro. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch die Artikel und so bestellen müssen. Da liegt natürlich ein Autoreifen drin. Ganz, ganz klar. Was sind die anderen beiden Räume? Bestimmt ein Lager, oder? Also ich weiß ja nicht, wie die Möglichkeiten von dem Game sind. Wenn man das hier aber jetzt schön dekorieren kann, tapezieren, Böden rein und so, das ist ja ein richtig schönen kleinen Shop aufbauen kann, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, das Spiel. Was ist denn das hier? Hä? Ach so, ein Hintereingang oder was? Was ist das? Ich kann ja von hier auch nirgendwo hin. Okay, dann machen wir jetzt hier noch sauber. Und dann würde ich sagen, kaufen wir mal unsere ersten Artikel ein. Und dann machen wir den Bums hier mal auf. Genau, hier Büro. Und jetzt ein bisschen shoppen gehen. Verwenden. Was? Libress. Fuhrshop. Shop Rating. Shop Interieur. Ich würde sagen, das machen wir zuerst. Ja, es muss hier nach was aussehen. Sonst kommt da ja kein Arsch rein. Was ist das hier? Das Boden. Pisos. Wer kennt's nicht? Gott sei Dank konnte ich das Spiel auf Deutsch stellen. Wow. Schaut es jetzt. Für $30 ist der ganze Laden. Okay. Ich beschwere mich da jetzt nicht. Oh, schaut schon. Boah, die Wände, Alter. Okay, wir brauchen unbedingt Tapeten. Ist hier auch Licht drin? So. Oh, hübscher. Wo war das jetzt? Shop Interieur. Und dann brauchen wir Paredes. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja anders hässlich. Ja, bringt ja nichts, gell? Eine andere Wand gibt's nicht. So, Shop Expansion. Ach, man kann den Shop auch ausbauen. Doch, schau her. Libress, was ist das? Wieso ist das Spiel jetzt eigentlich? Da ist alles Deutsch. Hier Sprache, German. Und hier dann alles auf, weiß ich nicht, was ist denn das? Spanisch, Mexikanisch, keine Ahnung. Wir brauchen ein paar Artikel. Die sind ja schweineteuer. Was läuft das für eine Zeit ab? Ist es dann bloß einer? Ist ja egal, wir kaufen jetzt mal so ein bisschen was ein, dass wir so eine Grundausstattung haben. Hä? Wie viel Kohle habe ich denn noch? Ja, ein Tisch. Ah ja, doch, komm. Nehmen wir noch einen Tisch mit. Oh mein Gott, was gibt's denn alles? So, jetzt Mesa, Altavoces sind Boxen anscheinend. Microfono, Camera Webbe. Konsola. Halt, ich wollte noch gucken, was ist der Fuhrshop? Ach so, das sind dann zum, okay, für, wo ich die Artikel und so draufstellen kann. Da brauchen wir einen. So einen. Compra. Compra. So, wo kommt das jetzt hin, das Zeug? Ah, das ist vielleicht da hinten dann, Warenanlieferung oder so. Ah, ja, ja, genau, da steht das Zeug. Aha. Krass. Auspacken. Ja, super. Das ist für arschteuer, das Zeug, Leute. Vielleicht schmeißt ihr das nicht einfach rum. Der kommt schon mal her. Oh Gott, wieso muss denn dafür alles so eine komische... Aha. Drehen, cool, ja. Ah, ja, ja, okay. Ich will den da hinstellen. Hier hin. Wieso geht das nicht? Hä, ich kann den nirgendwo hinstellen. Was? Ich kann... Hä? Okay, dann packen wir den jetzt hier aus und dann bleibt er da stehen. Oh Gott. Nein, ich habe Hunger. Wieso hat er denn jetzt schon Hunger? Und müde bin ich auch. Und dann gehen wir jetzt heim, schlafen eine Nacht über den ganzen Quatsch, den wir hier veranstalten. Vorher hauen wir uns ein bisschen was zum Essen in die Visage. Ich esse mal alles weg, was du da hast. Okay, Alfonso? Okay, tschüss. Okay, ich bin wieder hungrig. Entschuldigung, ich muss hier rein. Entschuldigen Sie bitte. Okay, wir brauchen einen zweiten Tisch. So, auspacken. Boah! Achso, das ist so ein kleiner. Ah, schau, den kann ich jetzt platzieren. Ah, das ist doch was. So. Wow!
Ich lass ihn doch wieder. So. Oder ist das schon gerade? Es gibt hier gar keine Kasse. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das zahlen wollen. So, was haben wir noch? Hier haben wir den kleinen Tisch. Den habe ich mir nämlich gedacht für Gamingstühle. So, da kommen Gamingstühle drauf. Nein, mach doch. Okay, was bist du? Ein Stuhl, okay. Schau, der kommt schon mal da auf diese, auf dieses kleine Podest drauf, was wir da gerade gebastelt haben. Zack. Oh, der ist ja richtig hübsch. Oh! Scheiße, das ist ja viel zu groß. Okay, dann müssen wir beide da. Was haben wir noch? Hier haben wir Tastatur. PC, so. Jetzt stellen wir mal einen PC auf, dass das hier mal ein bisschen... Soll ich eigentlich schon mal aufsperren? Vielleicht will jemand den Stuhl haben. Okay, du kommst hier drauf. Die Tische sind ja viel zu klein, Alter. Nein, den kann ich wieder nirgendwo hinstellen. Die kann ich doch safe, wenn die... Nein, jetzt hat er den... Oh Gott, jetzt kann ich den nicht mehr hinten. Kommt rein, Freunde. Ist geöffnet. Ich habe einen Stuhl zu verkaufen. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Es gibt Stuhl. Du, schau, wie sie umdreht. Ich wusste es. Das habe ich an deinen Sandalen gesehen, dass du Bock auf einen Stuhl hast. Ich kann die Nein! Oh, jetzt packt dann wieder ein. Okay, den kann ich platzieren. Dann kommt hier jetzt. Oh Gott! Was ist jetzt mit dem... Hä? Ich kann das nicht mehr hochheben. Der hat den jetzt da platziert. Und... Aha! Sie interessieren sich für den Computer? Sie haben den Computer mit. Digga? Entschuldigen Sie? Hat er das jetzt gekauft? Hat er jetzt gefurzt? Warte, da liegt Scheiße! Was ist hier los? Was? Ich hab den Mann geschlagen. Der hat da hingeschissen. Was? Da kommt ein Penner rein. Nimm den Besen jetzt. Scheiß auf den Fußboden. Was? Und jetzt kehrt er die Scheiße weg. Was ist das für ein Spiel, Alter? Oh, was? Du wärst nicht der Erste, dem ich die Scheiße aus dem Leib prügel. Kauf die jetzt, jetzt muss ich schauen, weil ich verdiene halt auch kein Geld. Die kommen rein,
Dann tun sie so, als hätten sie Riesenbrüste, aber die bezahlen nichts. Was ist das? Schau, der kommt jetzt. Jetzt, pass auf, jetzt tut er so, als hätte er ganz große Brüste. Schau dir erstmal die Wand an. Okay, der hat nichts gekauft. Was ist mit dieser Wand? Wieso gucken die alle an? Alter, das Game ist voll creepy. Aber so richtig creepy. Okay, die will was? Was ist hier los? Dann scheiße, Alter, das ist der Obdachlose wieder. Was ist mit dem? Scheiße, Alter, was ist das für ein Game, Mann? Was ist hier, was tust du? Digga, ich hab irgendwas verpasst. Ich kann nichts platzieren. Da schwebt eine Maus. Hier schwebt ein grüner PC, eine grüne Tastatur. Ich kann es nicht platzieren. Die läuft seit 10 Minuten gegen diesen Tisch. Mir scheißt ein Penner in den Laden. Was zur Hölle ist hier los? Geht da... Mann! Es backt halt auch noch so übel rum. Okay, keine Bewertungen. Lotterie. Okay, wir hauen jetzt alles für Lose raus. Alter, dieser Kacklotterie gewinnst du auch nichts vor tun. Jetzt kannst du auch noch ein Rad drehen, Mann. Null. Das ist auch sehr gut gemacht. Minus 250. Minus 500. Du zahlst 80 dafür und kannst du noch $500 verlieren. Scheiße, wir sind pleite, Alter. Wallpaper, okay, dann. Die sehen ja fast gut aus. Aber ich kann sie nicht reinmachen. Shop Management. Open. Ich habe noch nichts verdient. Es waren doch schon Leute da und haben was gekauft. Scheiße, Alter. Nee. Ja, war ein tolles Game. Hat riesen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin am Überlegen, selbst einen Computerladen aufzumachen. Indem ich dann die verpackten Kartons rum. Die läuft immer noch gegen den Tisch. Mädchen, geh nach Hause. Okay, ich würde sagen, wir sperren hier zu, machen das Licht aus und beenden das Ganze hier. Ich habe mir gerade noch die Rezensionen angeschaut. The game is chunk and lot of mistakes. Do you like half-baked asset flips? Then this game is for you. Ich finde das Spiel bis jetzt gut. Ab und zu leckt es kurz, aber dann geht es wieder. Für Leute, die einen eigenen Laden aufbauen wollen, ist das Spiel genau das Richtige. Digga, was für ein Laden, Alter. Also, falls ihr euch selbstständig machen wollt, da könnt ihr gut lernen, wie ihr Penner verprügelt und den ihre Scheiße dann wegputzt. War diese Rezession hilfreich? Nein. Aber lustig war sie. Ja, Freunde, das war, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Gaming Shop, Game Store, irgendwie sowas. Es wird von diesem Game keinen zweiten Teil geben. Es tut mir leid, dass ich euch da enttäuschen muss, aber die Scheiße tue ich mir garantiert nicht nochmal an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen oder ein Kommi. Ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen und wir sehen uns zum nächsten Video.